Hallo meine YouTube-Freunde und herzlich willkommen bei Let's Play Flatout 2 Part 9. Ja, Mensch. Ich habe am Ende des letzten Parts habe ich ja in der Abmod gesagt, man soll dieses Video auch seinen Füchsen zeigen, weil es die ja mittlerweile auch in den Ami-Ländern als Haustiere gibt. Und das finde ich sehr fraglich. Ich habe da eine... Ich habe da eine Doku drüber gesehen. Und da hat sich eine deutsche Familie einen Fuchs aus den Ami-Ländern nach Deutschland importiert. Oder importieren, also einführen lassen. Also nach Deutschland bringen lassen. Ich will nicht einführen lassen sagen, weil das kommt wieder falsch rüber. Nee, aber die haben sich den nach Deutschland geholt, den Fuchs, den Haustierfuchs in Anführungsstrichen. Den haben sie tatsächlich in einer Mietwohnung. Einziehen lassen, sage ich mal. Wo ich mich nur frage, was zur Hölle? Was sind das für Vermieter? Was sind das für Vermieter, bitte? Ich meine, jeder Vermieter ist anders, klar, aber. Ich nehme mal ein Beispiel, also das Rostocker Beispiel hier, ne? Wenn ich jetzt in meiner Wohnung ich möchte mir einen Hund zulegen. Als Beispiel. Dann muss ich den Vermieter alle Impfungs... Ein Impfpass muss ich dem vorlegen, dann muss ich Fotos vorlegen, dann muss ich wahrscheinlich noch Abstammung, wo der abstammt, wahrscheinlich noch, muss ich dem vorlegen. Und dann muss man noch Unterschriften sammeln vom gesamten Mietshaus, damit man sich den Hund auch... Ich meine, es ist nicht rechtens. Man braucht es nicht. Also Unterschriften sammeln braucht man eigentlich nicht. Aber... was man alles machen muss, um alleine nur einen Hund in einer Mietwohnung einziehen zu lassen quasi, ist schon schwer genug. Wie schwer muss das denn bitte mit einem Fuchs sein? Wie haben die das gemacht? Haben die den Vermieter bestochen oder was? Ich meine, ich kenne ja die Doku und ich weiß, wie teuer der Fuchs war. Den Fuchs haben sie sich so 3000 Euro kosten lassen. Nur den Fuchs. Ne, also nur der Fuchs hat 3000 Euro. Alter, vier Punkte. Das war knapp. Nee, aber den Fuchs, den haben sie sich 3000 Euro kosten lassen. Als Haustier. Um sich den von Ausland bis nach Deutschland importieren zu lassen. Und
Ich meine, ja. Ein Fuchs ist süß. Ein Fuchs ist echt süß, aber Füchse sind Wildtiere. Füchse sind Wildtiere. Ich meine, ja, die haben sie, die Füchse, die haben sie so gezüchtet, dass, also die Füchse, die haben nur die zahmsten Füchse haben sie halt sich paaren lassen, dass halt, ja, dass sie halt quasi in Anführungsstrichen wie Hunde sind. Aber ich meine, selbst Hunde haben, oder Wölfe, selbst Wölfe haben ja, also Jahrtausende gebraucht. Naja, was heißt Jahrtausende? Die haben Jahrhunderte gebraucht, um zahm zu werden. Und um diesen, ich meine, gut, Jagdtrieb haben manche Hunde ja immer noch. Und das wird genauso bei Füchsen sein. Und so schnell, wie die das da hingekriegt haben, Füchse zahm zu, ne, also zahm zu züchten. Ich habe da Bedenken einfach. Weil so schnell kriegst du keinen Fuchs zahm, ganz ehrlich nicht. Die haben immer noch einen Jagdtrieb. Und so ein Fuchs, den Jagdtrieb hat, der Jagdtrieb will auch befriedigt werden, sag ich mal. Er hat befriedigt gesagt. Ist das dein Ernst? Nee, aber so ein Jagdtrieb, der will halt auch befriedigt werden. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass... Ich meine, gut, ich habe das gesehen in der Doku, der Fuchs hat in der Wohnung noch rumgeeiert, der hat da noch Scheiße gebaut und was nicht alles. Das wurde perfekt gezeigt, also... Die können mit dem Fuchs sehr gut umgehen. Der springt auf Tische, der kaut alles an. Die können mit dem Fuchs sehr gut umgehen. Ne, also das hat's bewiesen. Also ich würde euch das gerne in der Videobeschreibung verlinken, Beitrag, aber ich glaube nicht, dass ich den noch finden werde, weil ich, Alter, das war nur Zufall gewesen, einfach. Aber ganz ehrlich, ein Fuchs als Haustier, ganz ehrlich. Ich meine, die sind zwar niedlich, aber... Ein Hund hat jeder. Lass uns doch mal einen Fuchs zulegen. Den hat nicht jeder. Alter. Boah. Ein Fuchs ist immer noch ein Wildtier. Gott. Ich meine, ich will nicht meckern, dass man einen Fuchs nicht als Haustier benutzen kann. Irgendwann, in ein paar Jahrzehnten, könnte man das wahrscheinlich. Aber das, was ich da gesehen habe, nee. Nee. Vor allen Dingen, vor allen Dingen die Füchse da, ne? Die haben die Füchse in einen halben Quadratmeter, also die Käfige waren einen halben Quadratmeter groß. Also die haben da nicht allzu viel Platz gehabt. Alter, das war, das kann man sich so vorstellen wie bei Hühnern in der Legerbatterie. Ganz ehrlich. Alter. Das sah so furchtbar aus einfach. Die haben da auf
Was haben die gesagt? 1200 Quadratmeter haben die über 3000 Füchse gehabt. Also. Boah. Alter, die Käfige, die waren auch übereinander gestapelt, ne? Also, das waren richtige Maschendrahtzaunkäfige einfach. Alter. Die Füchse, die haben mir echt leid getan, ganz ehrlich. Die haben mir echt leid getan. Weil, einen halben Quadratmeter Zaun, ne? Für so einen Fuchs ist gar nichts. Das ist gar nichts einfach, ne? Und, zudem stellt sich mir die Frage, wer geht mit den Füchsen raus? Weil die müssen ja auch mal ihr Geschäft verrichten, sage ich mal. Ist ja wie so ein Hund auch, ne? Wenn man was frisst, irgendwo muss das ja auch rauskommen, ne? Ist ja normal, ist ja natürlich. Und wer oder wie viele Leute wollen die da bitte schön beschäftigen, um über 3000 Füchse mit denen rauszugehen, dass die ihr Geschäft verrichten können? Das frage ich mich. Ganz ehrlich. Weil. Wie wollen die das machen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil bei 3500 Füchsen. Alter. Die müssten mindestens 1000 Arbeiter haben, die mindestens eine Gruppe von Füchsen betreut. Das heißt, rausgehen, füttern, spielen, Beschäftigung, ne, weil ein Fuchs braucht ja auch Auslauf und will auch beschäftigt werden, spielen und so. Wenn die Füchse schon so ähnlich wie Hunde trainieren oder züchten. Ne, also, das wird dann, ne, das muss ja auch gemacht werden einfach. Weil sonst bringt das ja nichts. Und bei 3500 Füchsen? Ich glaube nicht, dass sie 1000 Leute beschäftigen können. Und denen auch Gehalt zahlen können. Für das, was sie da tun. Außer die machen es ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Meine Fresse. Aber das werden auch nicht alle machen. Ich würde es machen. Aber dazu bin ich zu weit weg. Ah. Ne. Oh. 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 Alter. Habt ihr es gesehen gerade? Ich hab mich überschlagen. Alter. Der Vorsprung, der hat mich gerettet. Alter. Nee, also ehrenamtlich würde ich es machen. Wenn es hier in Rostock wäre, kein Problem. Würde ich ehrenamtlich machen. Ich meine, nichts gegen euch, aber da würde ich sogar die Let's Plays ein bisschen bremsen, dass da weniger kommt. Damit ich Zeit dafür hätte. Ganz ehrlich. Aber ich habe da trotzdem Bedenken noch. Weil Füchse als Haustiere, na. Ich weiß nicht. Wie ihr darüber denkt, über Füchse und Haustiere, über Füchse als Haustiere, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, aber ich halte das eher für bedenklich. Sehr bedenklich, weil ich meine, gut, auch ein Hund hat auch noch einen Jagdtrieb.
gerade deswegen eigentlich. Und der Fuchs, der hat auch einen Jagdtrieb. Der will doch befriedigt werden. Oh, Mist. Schade. Ja, auch von Fuchs, der Jagdtrieb will auch befriedigt werden. Und den kann man nicht so einfach wegzüchten. Das geht nicht. Der ist immer noch da. Alter. Kannst du auch mal respawnen, Junge? Hallo. Ach, du bist so bescheuert. Weißt du, nur weil ich nicht respawnen konnte, weißt du, bin ich jetzt Achter. Natürlich. Ja, aber das kann man nicht so einfach wegzüchten. Das geht nicht. Das kann ich mir echt nicht so einfach vorstellen. Ich meine, ich kenne mich in Biologie nicht so gut aus, aber das stelle ich mir schwierig vor, so einen Jagdtrieb wegzuzüchten. Ich meine, ja, selbst Hunde haben Jagdtrieb. Sieht man ja, wenn man jetzt mit dem Hund rausgeht und da sind irgendwie Tauben oder Vögel. Weißt du, die wollen die auch jagen. Das ist auch ein Jagdtrieb. Aber, ne, also, bei Füchsen wird das genauso sein. Bin ich noch schlimmer, weil bei Füchsen, die haben das, ich finde, das haben die viel zu schnell hingekriegt. Viel zu schnell. Das ist viel zu vorschnell einfach. Die müssten da noch wirklich Jahre mit warten. Um da wirklich zu sagen, okay. Von diesem Fuchs geht keine Gefahr mehr aus. Der ist wirklich wie ein Hund. Ne, also so an sich kannst du das momentan noch gar nicht sagen. Weil ich finde, der Jagdtrieb ist immer noch viel zu ausgeprägt, sag ich mal. Weil so einfach kannst du... Weil so einfach kannst du den nicht wegzüchten. Das geht nicht. Geht einfach nicht. Weil wie... Vielleicht habe ich im Biologieunterricht nicht genug aufgepasst, aber... Ich kann mir das echt schwer vorstellen, dass es so einfach wegzuzüchten ist. Und mit Fortschritt hat das nichts zu tun. Ne? Also mit elektrischem Fortschritt. Weil das ist ein biologischer Fortschritt. Und ein biologischer Fortschritt dauert Meilen. Meilen oder der dauert Jahrzehnte oder selbst Jahrhunderte. Selbst Jahrhunderte dauert er länger als der technische Fortschritt. Nehme ich mal so an. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft noch möglich ist, aber ich nehme es mal an. So. Ein Rennen mache ich noch. Und dann gehen wir... Alter, der 10. Part schon, wenn ich den nächsten Part mache. Alter. Und in jedem Part haben wir ein Thema gehabt. Na gut, fast. In den einen Part, da habe ich ja... Ne. Aber dem Rest dieses Parts werde ich jetzt auch den Autos widmen. Mann, Mist. Ja, aber den Rest des Parts will ich auch mal den Autos widmen, sonst komme ich da nicht zu. Weil wenn ich Rennen fahre, dann sauber und sage Sachen und oder erzähle Sachen und fahre nicht in Autos rein.
So wie jetzt gerade. Und das ist ein bisschen hinderlich bei Flat Out. Das sollte ich mal ändern. Ist auch so ein kleines Problem. Weil ich spreche ja immer so gerne Sachen an. Und diskutiere auch so ein bisschen. Über Sachen. Bei Rennspielen. Ist ja auch ein Rennspiel. Aber da muss man nicht Autos kaputt machen. Da muss ich mich auch so ein bisschen auf die Autos konzentrieren. Damit ich da so ein bisschen, ne? Abwrackprämie und so. Ne, dass ich da so ein bisschen vorankomme. Im Sinne der Abwrackprämie. Nee. Man sollte auch fahren können, ne? So. Ah, mein Handy vibriert wieder. Alter, ich... Naja, nach der Runde ist ja auch Schluss. Naja, Schluss nicht. Also, ich mache noch ein paar Parts. Also, keine Angst. Ich meine, selbst wenn ich aufhören würde, in der nächsten Aufnahmesession würde es weitergehen. Ist ja nicht so, dass ich ganz aufhören würde. Bei dem Spiel, nee. Nee. Nie im Leben. Superflip. Hui. Da stelle ich mir immer bei Superflip, ne? Da stelle ich mir immer vor, ich habe so einen Erdnussflip. So einen Erdnussflip einfach. Und der ist so groß einfach nur. Bam, Alter. Der ist so groß einfach nur, dass er als Superflip betitelt wird. Und da kriege ich immer Hunger. Deswegen kriege ich immer Hunger, wenn ich Superflip lese. Weil Erdnussflips sind mega lecker. Oh, vor allen Dingen die Käseflips, Alter. Alter, die Käseflips, ne, Alter. Die atme ich dir weg. Die atme ich dir einfach nur weg. Vor allen Dingen der Netto, ne? Also der schwarze Netto. Also Netto-Marken-Discount. Nee, das ist ja der andere. Wie heißt denn der andere? Also der mit den schwarzen Scotty. Ne, also. Ne? Ne. Zweiter! Nein! Also den mit dem schwarzen Scotty, den Netto. Die haben damals so Käsebälle gehabt. So, so Käsebälle. Das ist so, so Erdnussflip-artig gewesen. In runder Form. In Ballform und dann schön mit Käse. Alter. Boah, die waren so mega geil einfach nur. Oh. Nur die gibt's in meinen Netto nicht mehr. Alter, ich könnte kotzen. Oh, die Sophia Martinez ist erster. Wo ist denn der... Jack Benton ist vierter. Alter, 66.000. Was? Nein. So. Der Part ist schon wieder ein bisschen Überlänge. Und ich würde erst mal sagen... Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, teilt dieses Video mit euren Freunden, Familie, Haustiere, Füchsen. Haben wir ja gerade drüber geredet. Mann, was? Ich müsste mir mal neue Sachen einfallen lassen, die ihr es weiterempfehlen könnt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Saturn geht, sagt der Kassiererin, Mensch, guck doch mal Rontex LP, der macht gute Videos, schau doch mal rein. Oder
Das geht genauso gut mit dem Mediamarkt oder auch, auch andere Märkte. Ne, die haben ja alle Kassierer. Ne, also könnt ihr einfach mal machen. Und sonst würde ich sagen, das war Flatter 2 mit eurem Rontex. Und ich würde erstmal sagen, ciao.